Boah, die Erde bebt, Leute. Glücke auf, ne, und willkommen, ne, zurück, ne, zu Risse, ne, wo wir rumrennen, ne, und ein bisschen nach Edelsteinen, ne, suchen, ne, und überhaupt gute Klappen wollen wir auch. Oh, wie ging das nochmal? Yep, komm schon. Sei nicht so gemein, ich will hier hoch. Ich weiß, dass hier noch ein Ghoul ist. Und mit einem Ghoul sollte ich hier eigentlich klarkommen. Abgebaut haben wir hier oben alles schon. Denke ich zumindest, haben wir dich schon. Nee, dich hatten wir noch nicht. Gut. Dann nehme ich dich natürlich noch mit. Nette Ausbeute. Sehe ich eigentlich auch so. So, und jetzt kommt wieder dieser blöde Ghoul, wie ich ihn hasse. Ich muss den irgendwie treffen hier. Oh, du Lümmel, hast du wieder deine Superattacke hier gemacht. Aber ich bin ein bisschen stärker als früher, mein Freund. Denn meine neue Rüstung, die ich hier habe, die ist nicht zu unterschätzen. So, die ganzen Heiltränke, die spare ich mir noch auf. Ich habe jetzt erstmal noch die Haifisch... Ich habe die Steaks noch. So. Sagen wir es einfach so. Wenn das andere Wort mir nicht über die Lippen kommen will, na, dann machen wir es halt eben so. Jetzt sind die Ghule wenigstens nicht mehr ganz so üble Brocken. Mit der neuen Rüstung hier habe ich schon ganz schön wieder was gewonnen. Holla, die Waldfee. Hier wird einem ja richtig was geboten. Also zum Abbauen ist hier schon mal einiges. Da kümmere ich mich doch gleich mal drum. Fangen wir an mit dem Gold. Gold ist immer fein. Gut so. Was haben wir hier? Eisen. Natürlich auch gerne gesehen. Den Bolzen am Pilz nehme ich mit und hier haben wir noch ein bisschen Gold. Das hat sich gelohnt. Sehr gut, meine Fackel ist inzwischen aus. Dann nehme ich mir eine neue, ich habe ja genug. Und dann sind wir hier fertig. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ich würde sagen, wir nehmen hier die Abkürzung in den Abgrund und vom Abgrund aus gehen wir beim Novizenhof in die Höhle, wo so viele von den Ghulen unterwegs sind. Die sollten ja jetzt eigentlich nicht mehr so ein großes Problem darstellen, wie wir es gekannt haben. Geben wir unser Bestes und hoffen, dass es reicht. Haben wir hier unten in der Höhle eigentlich noch was abzubauen? Das weiß ich gerade nämlich überhaupt nicht. Möglich wäre es. Ich glaube, eine Abbaustelle war da sogar noch drin. Da gucken wir doch gleich mal rein. Wir müssen ja nichts stehen lassen, ne? Wir müssen ja nichts stehen lassen. Nein, 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 nein. Schwupp. Da ging es abwärts. Aber mit meinen High Stakes wird das alles schon. Der hatte hier doch, glaube ich, noch eine Truhe, an die ich nicht rankam, hä? Die war es schon mal nicht. Ne, hier bin ich überall sauber rangekommen, na gut. Renn mir ruhig hinterher, wenn du willst, ist mir sowas von egal. Ich will eigentlich jetzt nur gucken, ob es hier noch was abzubauen gibt und dann habe ich ja meine eigenen Sachen zu tun. Hier drin ist nichts abzubauen. Und hier war doch, glaube ich, links so ein Eisenvorkommen, oder? Ne, gut, war hier drin ein Vorkommen? Weil ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass hier irgendwas war, was wir nicht abgebaut hatten, weil wir es nicht konnten. Deshalb gucke ich mal lieber nochmal nach. Man muss ja nicht... Ah, hier ist zum Beispiel Gold unterwegs. Na, das ist doch lecker. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Kann man ja alles gut gebrauchen. Nette Ausbeute. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Goodie, goodie, jetzt ab nach oben. Und dann geht's in den Kampf gegen die Ghule. Ich bin trotzdem ein bisschen hippelig jetzt schon.
Das ist ja doch nicht unbedingt ohne, sich mit dem Biest dann anzulegen, ne? Das ist schon... Das ist gefährlich, meine Freunde. Das ist gefährlich. Aber ich gebe mein Bestes. Das wird schon mit der neuen Rüstung hier... Da ist das ein Klacks. Nicht wahr, du Henne? Ich lasse mal die Fackel auf euren Feldern liegen, ne? Ist ja kein Problem, hier euer Korn anzustecken. Aua. Gut, die Armbrust wird durchgeladen. So, ihr Lümmel, dieses Mal bin ich vorbereitet. Zack. Zonk. Zack. Das läuft gut, der kommt gar nicht an uns ran. Der ist schon tot, bevor er in unserer Nähe ist. Ein Bolz noch, dann ist er weg. Gut gemacht. Aber ich weiß ja, da drin sind noch zwei andere. Und auch die müssen wir uns krallen. Aber wo sind die? Sind die alle ausgeflogen, hör mal? Zack. Zonk. Der kommt auch alleine raus. Wo ist denn der dritte? So, ein Bolz noch, mein Freund. Dann ist Feierabend. Danke für deine Aufmerksamkeit. Da gibt es gleich zur Belohnung noch eine Haifischflossensuppe. Ich finde das trotzdem komisch. Irgendwo muss doch stehen, wie viele... Erfahrungspunkte wir gesammelt haben, oder nicht? Ah, hier! 41.310 von 45.500 für die nächsten... fürs nächste Level-Up. Also, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir hier wieder ein Level-Up schon kriegen, ne? Kam mir schon komisch vor, dass einem das so überhaupt nicht angezeigt werden soll. Zack. Ich mach dich fertig, Kollege. Ich hab nicht getroffen. Wie kann ich nur? Deine Superattacke kannst du stecken lassen. Die hat bei mir sowieso keinen Sinn. Boah, die habe ich ja mal richtig auseinandergenommen, Leute, oder? Ich nehme trotzdem meine Nahkampfwaffe. Wer weiß, ob hier nicht vielleicht noch so einer rumirrt. Man weiß nie. Jetzt will ich aber auch mal wissen, was ihr hier für eine komische Höhle habt. Ihr habt da auf jeden Fall eine Mana-Pflanze. Ich glaube, das war's auch. Hier geht's nicht weiter. Haben wir erfolgreich erledigt hier alles. Jetzt fehlt uns nur noch diese Kiste hier. Wollen wir doch mal sehen, was drin ist. Schwache magische Heilung. Ogerwurzel. Och, na sowas. Da findet man ja sogar ein paar Sachen, die man gebrauchen kann. Das ist schön. Gut, ich danke euch, Ghule. War eine lustige Situation hier. Haben wir gut gemeistert. Das hat schöne Erfahrung gegeben. Und jetzt wissen wir, im Fall des Falles kommen wir auch gegen Ghule an. Vor denen müssen wir nicht mehr so viel Angst haben. Und da geht es jetzt ins Startgebiet runter. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was abzubauen. Und das möchte ich alles haben. Und wenn wir das erledigt haben, würde ich sagen, gehen wir wieder Richtung Hafenstadt. Gehen aber nicht in die Hafenstadt rein, sondern... Ja, es gibt ja Haufen Außengebiete. Ich weiß noch nicht, was wir genau machen werden. Irgendwas Schönes. Können wir uns kümmern, wenn wir da sind. Ein bisschen was zu tun haben wir ja. Das wird schon. Jetzt gehen wir aber jedenfalls zurück ins Startgebiet. Weil es dort noch ein bisschen was abzubauen gibt. Zumindest an ein Vorkommen kann ich mich da erinnern. Und das werde ich mir krallen. Weil ich das so gut kann. Ich alter Jäger. Ich alter Jägersmann. Da 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 da.
Und den Tempel hier unten, den hatten wir ja am Anfang geplündert. Schöne Sache. Die Tempel sind auch immer ganz feine Einrichtungen. Sag mal, steht da eine Pflanze? Habe ich da eine stehen lassen? Tatsache, du. Ich fasse es nicht. Sofort her damit. Die Mana-Pflanze, die kann ich ja eigentlich schon verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich die noch für irgendwelche Tränke brauche. Mana-Trank-Rezept habe ich ja keins und ich glaube, ich kaufe mir auch nicht extra irgendeins. Na, was soll's, jetzt sind sie erstmal im Inventar und gut ist. Sitzt eigentlich unsere Freundin noch hier unten oder ist die inzwischen weg? Weil da wollte sich ja ein kleiner Jäger drum kümmern eigentlich, ne? Ich weiß nur nicht, ob er es auch getan hat. Ne, die sitzt immer noch hier. Na sowas. Darf ich mit dir reden? Bleib anständig. Ich bin immer anständig, ja? So. Ja, wo ist denn die Höhle? Ja, wo ist sie denn? Ich möchte bitte das Eisen abbauen, das du in dir trägst. Denn ich glaube, ich war Eisen, was ich gesehen habe. Hier irgendwo war doch der Eingang. Der Aha, nee, doch. Ist schon richtig, Peter. Hier wird's finster. Und da lacht es mich schon an, das Eisenerz vorkommen. Das war auch das Einzige, wenn ich mich recht erinnere. Mehr ist nicht zu holen. Wir können ja trotzdem mal nachschauen, ob vielleicht doch hier oben noch irgendwo was ist. Aber eigentlich dürfte hier jetzt nichts weiter verborgen sein. Nee, ist alles recht abgefrühstückt hier. Aber es ist schön, mal wieder durch die Höhle hier zu schreiten. Ach, das waren Zeiten, wo wir hier unterwegs waren. Das waren Zeiten. Guten Tag, Außenwelt, ich bin wieder da. Gut, hier sind wir fertig. Dann können wir ja jetzt uns auf den Weg machen, ne? Würde ich behaupten. Falls wir den Weg finden. Ich behalte die Fackel einfach mal. Ich mag das Knistern. Das beruhigt mich irgendwie total. Nee, komm, das ist Unsinn. Bei Tage mit einer Fackel rumrennen, da komme ich mir doch ein bisschen bescheuert vor. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder nach oben latschen und dann geht's Richtung Hafenstadt. Zum Inquisitor könnten wir auch gehen, das will ich aber eigentlich aktuell noch gar nicht. Ich hab so viele Gebiete, die ich noch erkunden möchte. Man muss auch mal seine Ruhe haben können, ja? Außerdem brauche ich Erfahrungspunkte, so. Und zwar derbst viele, ich will Alchemie fertig lernen. Damit ich permanentes Gerümpel herstellen kann, sobald ich die Rezepte kenne. Und mein Schmiedewissen möchte ich auch langsam mal aufbessern hier. Was brauche ich denn noch? Beim Schmieden brauche ich noch alle 3 Stufen, bei Alchemie noch eine Stufe. Also brauchen wir hier auf jeden Fall 20 Lernpunkte noch. Schlösser öffnen und Taschendiebstahl sind 30 Lernpunkte. Das hier, wie würden das kosten? Vielleicht auch 15, 35 Lernpunkte, die ich auf jeden Fall noch auf Fähigkeiten machen will. Also brauchen wir noch 4 Stufen für Fähigkeiten auf jeden Fall, ja. Und da habe ich ja das ganze Zeug hier von wegen Schwertkampf und Armbrust noch gar nicht mit eingerechnet. Stärke, Geschicklichkeit natürlich brauchen wir auch noch. Also ein bisschen was an Punkten sollte schon noch reinsegeln hier, ne? Aber das wird auch, das wird. Wir haben ja noch genug zu tun. Wir sind ja immer noch im ersten Kapitel, ja? Also jetzt macht man nicht so einen Stress hier. Bin ich denn? Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Gut. Ich hatte jetzt schon für einen Moment Angst. Mich würde jetzt nur interessieren, hier oben war doch auch so ein Friedhof. Ob wir gegen die Skelette ankommen, die da hausen. Oder ob die eine Nummer zu groß sind. Ich meine, wir kommen gegen Ghule an, da werden wir doch wohl Skelettchen schaffen, hä? Weil der Friedhof war ja auch relativ spannend. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal hin. Ich versuche mein glückliches Glück. Und unterwegs können wir ja eigentlich auch mal die Reiselustpflanzen mit reindrücken. Hier die 2, die wir haben. Gut.
Und hier unten geht's ja auch noch irgendwo hin. Oh, es gibt so viel zu erkunden und zu entdecken. Geht's denn hier unten überhaupt noch hin? Oh, hier geht's noch richtig weit. Da gehe ich hier jetzt erstmal nicht lang. Da kommen wir später bestimmt noch hin. Aber den Friedhof würde ich gerne klären. Es wäre gut zu wissen, ob ich vor Untoten Angst haben muss. Oder ob ich die platt mache wie geschnitten Brot oder was. Zonk. Zonk. Also aktuell scheine ich keine Angst haben zu müssen vor denen. Oh, hör auf, mich zu schlagen. Hä? 120er, das waren Skelettkrieger. Aber gegen die komme ich auch gut an, wie man sieht. Bist du Hawkins, mein Freund? Du siehst doch fast so aus, weil dich habe ich noch gar nicht ausgeraubt. Ich hörte, du bist jetzt Jäger. Gut so. Dann muss ich mich nicht mehr um dich kümmern. Hast du eh nie getan, du Großmaul. Ja, ja. Ist ja schon gut. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja. Oh, der hat gar nichts. Kenne ich tatsächlich. Also, der König sitzt auf seiner Burg und führt Krieg gegen die Orks. Da kommt sein Berater und sagt: Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Den kenne ich schon. War das eine Anspielung auf Gothic 3, meine Freunde? Naja, wir haben jetzt hier auf dem Friedhof noch was zu tun, hör mal. Skelette machen mir jedenfalls keine Angst mehr und das ist gut so. Hier hinten haben wir wohl alles schon geplündert. Wir waren ja mal hier in der Gegend und haben schon ein bisschen Spaß gehabt. Naja, fein. Dann nehme ich die Pilze noch mit. Die Schaufel sowieso, können wir hier irgendwo graben. Oh, hier wurde schon gegraben. Ist aber schon eine Weile her. Hier ist eine schöne Bank, da kann man sich niederlassen. Och, ist das schön. Oh, hier können wir graben, Leute. Was finde ich denn hier Feines? Hier ist was vergraben. Ja, und das wäre sehr schön, wenn es nicht mehr vergraben wäre. Ich hätte das nämlich gern. Hoffentlich was Wertvolles oder was Schönes. Ein permanenter Trank wäre doch was. Oder ein Rezept für einen permanenten Trank. Das wäre mir sogar fast noch lieber. Oder beides. Beides wäre ja wohl mal King. Hol mir die Kiste hoch. Aber zack. Ohne den richtigen Schlüssel. Oh, geht das schon wieder los? Namenloser Halunke. Schönen Dank auch, blöde Kiste. Goldmünzen, rostiges Gelumpst, das keiner will. Mehr Goldmünzen. Was war denn das? Steinplatte. Das sind seltsame Zeichen eingraviert. Die sollte ich mal lesen. Da steht etwas über Magie. Cool. Einfach mal Weisheit gelernt, warum auch nicht. Gut, wir sind fertig auf dem Friedhof. War eine lustige Sache. Hat mich gefreut, ihr Knochenmänner. Jederzeit gerne, wenn ihr mal wieder von den Toten auferstehen wollt. Ich bin jedenfalls bereit. Oh, das ist gar kein Weg. Das habe ich aber auch früh begriffen, ne? Na, da gibt's halt erstmal ein paar Haifischflosse hier. Zack. So, da sind wir jetzt hier hinten soweit fertig. Ja, da würde ich jetzt sagen, hau ich mich hier in der Hütte nochmal aufs Ohr, falls hier ein Bett steht. Aber wir können es auch unten machen, ist sicherer beim Novizenhof. Und vom Novizenhof aus werden wir dann beim nächsten Mal Gebiete erkunden, die wir noch nicht kennen. Und hoffentlich werden wir daran nicht verrecken, das wäre ja was. Verrecken ist nicht gut. Gar nicht gut, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Moment, halt, stopp. Ich wusste doch, irgendwas kommt mir spanisch vor. Irgendwas war hier nicht richtig, das habe ich sofort begriffen. Schnell wieder auf den richtigen Weg hier, ich will mich doch nicht verlaufen. Nee, 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 du der Peter. Manchmal ist er mit dem Gedanken aber auch ganz woanders, der Arschkopf. So sieht's nämlich aus. Dop, dop, dop,
Dopp, 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 dopp. Die Rüstung scheint ganz schön schwer zu sein. Ich laufe so komisch, so plopp, 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 plopp. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dieses Spiel für euch Let's Playen zu können. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte Risen Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich hatte das irgendwie viel schlechter in Erinnerung, als es Gothic damals war. Aber das Spiel ist wirklich gar nicht schlecht. Mir gefällt's. Und ich freue mich jedenfalls, das mit euch Let's Playen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt auch Freude an diesen Videos. Denn wäre ja blöd, wenn ich das hier nur für mich spiele, ne? Also klickt fleißig und lasst Daumen da. Zeigt mir, dass ihr dieses Spiel mögt. Und dann überweist mir 80 Euro. Aber zack. Ah, ui. So, an dieser Brücke würde ich sagen, ist doch eine schöne Gelegenheit, ein Päuschen zu machen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, gucken wir uns hier in der Gegend um. Mal sehen, was wir genau machen. Wird auf jeden Fall ein spaßiges Abenteuer. Dankeschön und tschüssi. Euer Lord Peter.